Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Streamer für euch, der verdammt gut singen kann, seine wahre Leidenschaft allerdings das Gaming ist. Dente Games, viel Spaß! Moin Dente, stell dich doch mal kurz vor. Moin, ich bin Dente, bin 34, bin verheiratet, habe zwei Kinder und streame leidenschaftlich gern. Aber du hast nicht immer gestreamt, ne? Du hattest auch schon früher mal andere Sachen vor. Ich hatte früher andere Sachen vor. Ich habe mehrere Ausbildungen angefangen. Habe tatsächlich die erste habe ich abgebrochen. Aus der zweiten wurde ich rausgemobbt. Und die dritte habe ich auch wieder abgebrochen. Ja. Aber du bist in einer Schaustellerfamilie groß geworden. Warum bist du denn da nicht geblieben? Warum ich da nicht geblieben bin, das war ganz einfach. Das Leben als Schausteller ist ein hartes Leben. Ein abenteuerliches Leben, sage ich mal. Es ist ein schönes Leben. Man hat viel Spaß, man kommt viel rum, man wacht jede Woche woanders auf. Das Ding ist aber, das merkt man auch vielleicht, wenn man heutzutage selber auf die Kirmes geht, es ist einfach weniger geworden. Die Menschen haben viel weniger dafür übrig für so eine Kirmes, weil sie einfach immer größer und mehr wollen, sage ich mal. In dem Fall ist das viel rund um die Fahrgeschäfte. Das ist weniger geworden. Ich sehe es an meinem Vater, der ist immer noch Schausteller heute. Und der verdient nicht wirklich viel Geld. Und der hat damals schon immer zu mir und meinen Geschwistern gesagt, Kinders, macht irgendwas, lernt was, macht Schule oder sonst irgendwas. Ihr werdet in dem Beruf nicht glücklich werden. Jetzt hast du die Schaustellerei ja sehr positiv gelobt, dass du auch sehr, sehr viel rumkommst. Aber ich stelle mir das auch ziemlich schwer vor. Sagen wir mal einfach, ich wohne ja nur in Berlin. Wenn ihr in Berlin was ausstellt und nächste Woche dann in Hannover und danach in Hamburg, danach in München, da kommt man ja wirklich viel rum. Wie macht man das gerade als Kind wegen der Schule etc.? Ja, das ist ganz einfach. Wir haben meistens 3 bis 4 Tage Schule nur die Woche gehabt dann. Das hängt immer davon ab, wie lange wir an einem Standort waren. Also wir haben meistens kleinere Feste besucht, nichts wie Berlin oder Hamburg. Und da war dann meistens so der Dienstag, der sogenannte Fahrtag, wo wir dann halt von einem Ort zum nächsten fahren. Da war dann natürlich auch nicht viel mit Schule. Und ich musste jede Woche in eine andere Schule gehen, mein ganzes Leben. Und das stelle ich mir hart vor. Ich habe mal gezählt in der Grundschule, ich habe noch ein Heft, aber das habe ich, ich suche das wie verrückt. Da wird dann immer von Schule zu Schule vom Schuldirektor eben eingetragen, dass ich dort gewesen bin und das wird dann abgestempelt und unterschrieben, welcher Zeitraum und der Schulleiter erstellt dann auch im Nachhinein noch einen Bericht, der dann an meine sogenannte Hauptschule gesendet wurde, in der ich gewesen bin über den Winter, weil im Winter ist man meistens dann zu Hause, ne, wo dann halt eben keine Feste sind. Und in der Grundschule allein waren das bei mir 56 verschiedene Schulen. Wow. Wow. Das ist eine Menge. Ich stelle mir das nicht einfach vor als Kind, dass man jeden Tag quasi einmal die Woche die Schule wechselt und dann auch immer ständig wieder neue Leute kennenlernt, weil ich kann mir doch vorstellen, dass es auch damals so war, dass ja die Inhalte der Schule ja auch ganz anders waren. Die einen waren in Mathe da, die anderen waren in Mathe da, die in Englisch waren da und die anderen wieder da. Ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor. Hattest du da Schwierigkeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also du bist grundsätzlich immer der Neue. Du bist immer der Neue. Der Neue wird immer erstmal angeguckt. Wer ist das? Dann bist du der Schaustellerjunge. Früher war das ja dann auch immer so, dass du gleich ein Außenseiter warst, weil du gehörtest zu einer Art Randgruppe. Du warst halt der Außenseiter, Schausteller. Dann gab es Vorurteile, die klauen und hast du nicht gesehen. Die spielen mit denen, die sind verlaust. Also das war halt schon nicht einfach. Also Mobbing war da an der Tagesordnung. Und ja, mit der Schule selbst mitzukommen, war auch immer schwierig. Ich meine, wenn du, versuch das jetzt mal aus der Sicht, wo ich mich so erinnern kann, wenn du angefangen hast mit Mathe und es gab zum Beispiel eine Schule, die haben gerade angefangen mit dem Thema Bruchrechnen, wo Brüche durchgenommen wurden. Ja, dann war aber schon die 3, 4 Tage rum. Das heißt, der Ort musste verlassen werden. Es ging in die nächste Schule. Und dann war in Mathematik dann das Thema Bruchrechnen schon durch. Da wurden dann auch schon Tests geschrieben, die ich immer mitschreiben musste, um zu sehen, was kann ich denn, was kann ich nicht. Da bin ich dann halt grundsätzlich immer durchgefallen, weil ich hatte den Anfang, die erste 3, 4 Tage vom Bruchrechnen. Da lernt man ja eigentlich nur, was ist denn überhaupt ein Bruch, aber nicht, wie man sie zusammenrechnet oder eben auseinander. Es ist halt so, dass die nächste Schule dann wiederum, die dritte, die war dann halt mittendrin. Das war dann schon nicht mehr der Anfang, aber eher so das mittendrin. Konnte ich dann vielleicht ein bisschen was mitnehmen, aber auch nicht viel. Also es war wirklich schwierig. Heute bist du recht erfolgreich im Online-Streaming auf Twitch unterwegs. Glücklich bist du angekommen? Ja, also glücklich bin ich angekommen.
Ich würde mich nicht so unbedingt als erfolgreich bezeichnen, weil ich bin eigentlich ziemlich klein, würde ich sagen, dafür, wie lange ich das mache. Was ich aber nicht schlimm finde, ich habe viele, viele Leute kennenlernen dürfen, sowohl aus der Community als auch auf Twitch an sich. Da gibt es ganz viele Menschen, die mich schon gesehen haben, die wissen, dass dieser Dicke hier da ist, die dann auch mal treffen zu können und so. Das finde ich super, an Events teilzunehmen, Messen etc. Das ist halt super mega geil. Aber ich glaube, es ist noch nicht das, wo ich eigentlich ursprünglich hin will. Wo möchtest du denn ursprünglich hin? Oder wo wolltest du ursprünglich hin? Ich möchte ursprünglich eigentlich noch ein bisschen viraler werden, wenn man das so ausdrücken kann. Also ich möchte mehr Reichweite haben. Warum möchte ich mehr Reichweite haben? Weil ich denke, dass wenn man viel Reichweite hat, dass man eben auch Dinge besser umsetzen kann. Ganz besonders, nehmen wir die aktuelle Zeit vielleicht mal. Zum Beispiel Corona ist ja gerade aktuelles Thema. Wenn ich das 30 Leuten erkläre, okay, wenn ich das aber 300 erklären kann oder gar 3000, wobei das sind natürlich Zahlen, weiß ich nicht, ob ich so hoch möchte, aber das verteilt sich dann besser, wo man dann vielleicht besser informieren kann. Es gibt so viele Leute, die eine riesen Reichweite haben und das nicht vernünftig machen. Und ich bin so ein Mensch, ich weiß, wie es ist, wenn man allein ist oder nicht weiß, wo man hin soll. Ich bin kein Psychologe oder sowas, aber ich bin so ein Typ, ich kann mit jedem reden, kann mir alles anhören und kann aus viel Erfahrung, die ich gesammelt habe in meinem Leben, wenigstens einen guten Rat geben. Und das gilt eben auch für sowas. Und je mehr Reichweite man hat, desto mehr Menschen kann man da vielleicht irgendwie helfen. Und wenn es einfach nur einfach mal ist, jemandem ein Lächeln zu zeigen und sagen zu können, das hast du gut gemacht, weil es gibt sehr viele, die machen das nicht. Und das gefällt mir und das mag ich sehr gerne. Wie viele Konsolen besitzt du? Einige, also man sieht ja auch welche im Hintergrund. aktuell habe ich alles, was aktuell da ist. Also ich habe die Switch, ich habe die Xbox One und ich habe die PS4. Die Pro Edition natürlich, muss sein, Umbau SSD auf jeden Fall auch. Ansonsten, ich sammle so ein bisschen Konsolen noch. Ich habe leider vieles, vieles, vieles verloren. Aufgrund meiner Umstände, die ich mal hatte. Aber ich habe einiges von Nintendo, den Super Nintendo, die ich müsste zählen. Ich müsste selber jetzt hingucken und zählen, aber ich habe so einige. Hinter mir ist so quasi mein Xbox-Regal, da ist nicht so viel drin, weil ich nicht so der Xbox-Fan bin. Hier ist so meine Nintendo-Hälfte. Und hier meine Playstation-Hälfte, ladies and gentlemen. Ja, also ich mag das schon sehr gern. Die nächste Frage, man sieht es ja auch im Hintergrund, du besitzt sehr, sehr viele physikalische Spiele. Hast du eine Ahnung, wie viele das sind insgesamt? Boah, nee, da habe ich keine Übersicht. Also ich zähle die nicht durch oder sowas. Ich habe irgendwann mal Fotos davon gemacht, dass ich für den Fall, dass mal was verschwindet, dass ich weiß, welches mir fehlt. Aber eine Übersicht, wie viel ich da habe, weiß ich nicht. Aber du würdest sagen, dass Gaming deine absolute Leidenschaft ist? Oh ja. Oh ja, und das schon immer. Ich erinnere mich noch heute, wann ich das erste Mal einen Controller in der Hand hatte. Oder wann ich das erste Mal an einem PC gesessen habe. Was war denn die erste Konsole, die du überhaupt gespielt hast? Die erste Konsole, die ich gespielt habe, war ein Atari. Ich weiß nur nicht, welcher das war. Da gab es ein Spiel, das hieß Jungle Boy, glaube ich. Und da musste man mit so einem kleinen pixeligen Männchen von links nach rechts laufen und immer über verschiedene, wie so eine Art Teiche drüber, an Lianen drüber schwingen, aufpassen, dass man nicht vom Krokodil gefressen wird. Das war so die erste Konsole, die ich gespielt habe. Würdest du denn sagen, dass sich der Content in den Spielen verbessert hat? Oder sind manchmal so eine alten Spiele, wie du meinst, stellenweise einfach nur geiler als die heutigen Spiele? Es gibt viele alte Spiele, wo ich sagen würde, die sind viel geiler, als sie manche Spiele heute sind. Das gilt aber nicht für alle Spiele. Also als Beispiel nehme ich da gerne Rollenspiele zum Beispiel, finde ich, sag schon, Terranigma zum Beispiel ist mein absolutes Lieblingsspiel. Und mit der 16-Bit-Grafik auf dem Super Nintendo, das hatte schon so eine gewisse, man hat einfach gemerkt, wie viel Liebe da drin steckt. Wie viel Liebe, das Spiel ist vollständig, du hast eine großartige Geschichte, du hast viel drumherum, was du machen kannst, das Spiel ist interaktiv, das heißt, du kannst in dem Spiel sogar Fehlentscheidungen treffen, damals schon, das muss man dazu sagen, die komplette Entwicklung des Spiels irgendwie verändern und dass sich das Ganze etwas anders anfühlt. Und sie waren vor allen Dingen auch schwerer, die Spiele früher, als sie es heute sind, weil du hattest ja keine Tutorials. Geh dahin, lauf dahin, mach dies. Dir wurde gesagt, ja, du musst jetzt nach Hindenhausen, aber kein Mensch hat dir gesagt, in welche Himmelsrichtung das liegt. Heute hat man ganz oft, was mir nicht so gefällt, das Problem, Spiele werden halbfertig auf den Markt gebracht, werden dann mit DLCs und Modpacks oder sonst was
nachgereicht, die dann alle nochmal fast so viel kosten wie ein Vollpreistitel. Und das finde ich ein bisschen schade. Man könnte meinen, Singen ist auch eine Leidenschaft von dir. In letzter Zeit hat sich aber so ein bisschen rauskristallisiert, dass es nicht unbedingt der Fall ist. Erzähl doch mal. Genau, also ich singe. Mir wurde gesagt, ich kann das ganz gut. An manchen Stellen bin ich auch davon überzeugt, dass ich das kann. Das Ding ist einfach, ich wurde ganz oft in die Ecke des Singens gedrängt. Jemand hat es mal gehört, dann wurde es immer wieder gefordert, sing doch mal, geh doch mal hierhin, geh doch mal zu DSDS, zu Supertalent, zu The Voice, sing doch mal in der Bar, sing doch mal auf meiner Hochzeit. Für den einen oder anderen habe ich das immer gern gemacht, aber aufgrund dessen, dass ich damit nie irgendwas erreicht habe, obwohl man immer gesagt wurde, warum bist du nicht Sänger geworden? Du wärst top. Ich habe damit nie was erreicht. Ich bin von meinem Gesang nicht 100% überzeugt und mir macht es halt auch nicht so viel Spaß, jetzt direkt singen zu müssen. Ich mache das lieber gern, wenn ich Lust habe. Ich könnte mir nie vorstellen, Konzerte zu geben. Das würde nämlich bedeuten, so am Samstag ist jetzt ein Konzert. Das heißt, ich muss auf meine Stimme achten, muss gucken, dass alles in Ordnung ist. Dann muss ich da auftreten, muss 2, 3, 4 Stunden performen. Ich weiß nicht, wie lange man da performt. Muss da performen, muss abliefern. Ja, und wenn ich an dem Tag aber zum Beispiel einen scheiß Tag habe, weil ich mich aus was für einem Grund auch immer vielleicht morgens mit meiner Frau mal gezofft habe, dann ist für mich vorbei, dann habe ich keinen Elan, über den Tag weg zu singen. Deswegen möchte ich das nicht machen. Das ist einfach furchtbar für mich. Ich mache das gerne freiwillig und ich bin eher so, ich singe auch gern mal in meinen Streams, das werde ich mit Sicherheit auch zukünftig noch machen. Aber dann eher so, ach, heute habe ich mal Lust, heute singe ich euch mal ein paar Lieder. Hängt mit vielem zusammen, fängt dabei an, ich kann keine eigenen Texte schreiben, ich kann kein Instrument spielen und ich singe eigentlich nur Karaoke. So, und mit dem Karaoke-Gesang kommt hinzu, dass ich halt Songtexte auswendig lernen muss von anderen Leuten, die diese geschrieben haben. Ich bin so ein kleiner Monk und versuche das immer möglichst original darzustellen. Mit meiner Stimme aber möglichst nah ans Original ran. Das ist schwierig und das funktioniert auch nur, wenn ich auf derselben Tonlage singe wie das Original, was meistens in Karaoke-Form auch sowieso nur gegeben ist. Dann kommt dann jemand, Mensch, hey, sing doch mal was von Black Sabbath. Ja, hallo, wie soll ich denn das machen? Das geht nicht. So, und ich brauche halt ewig lange, bis ich einen Song gelernt habe. Und die einzigen, die ich ziemlich schnell beherrsche, das sind 50er-Jahre-Songs, Elvis. Und das wollen aber nicht so viele hören, habe ich das Gefühl. Eher Balladen. Viele sagen immer, Dente, sing doch mal Balladen. Zum Beispiel von hier Ed Sheeran. Und ja, jetzt habe ich es aufgenommen und jetzt kann man sich das immer wieder gerne anhören. Wo hast du das aufgenommen? Wo kann man sich das anhören? Auf meinem YouTube-Kanal. Link in der Videobeschreibung, Leute. Secrets to carry love, to carry children of our own. So, jetzt sind wir gerade ein bisschen weggekommen vom Gaming. Wir kommen nochmal zurück. Du hattest gerade schon mal eine Anspielung gemacht. Dein All-Time-Favorite-Game. Mein All-Time-Favorite-Game ist Terranigma auf dem Super Nintendo. Definitiv. Wunderschöne Grafik, eine wunderbare Geschichte. Im Grunde genommen geht es darum, dass man einen kleinen Jungen spielt, oder was in der Gut, nicht einen kleinen Jungen, also man spielt einen Jungen, der in einem kleinen Dorf aufwächst. Das Dorf heißt Christa, was den Namen Christa trägt, weil es von einer Art Kristallnebel umhüllt ist. Und es gibt eine Außenwelt, die keiner betreten darf. Niemand darf das Dorf verlassen. Und eines Tages hört der Junge etwas und es gibt eine verschlossene Tür im Haus des Dorfältesten quasi, die er dann mit den Mitmenschen, die dort sind, die stiften ihn an, diese Tür aufzumachen. So, und da findet er eine Box und in dieser Box ist so eine Art kleiner Geist. Der heißt Fluffy, ich glaube im Deutschen heißt der Fluffy. Und der erzählt ihm dann, was eigentlich Sache ist. Und so begibt man sich irgendwann auf eine Reise und durchsucht Tempel. Und mit diesem Tempel, wenn man diese Tempel besucht hat und dort die Bösewichte quasi, oder nicht gar nicht wahr, es sind keine Bösewichte, sondern Prüfungen, die man ablegen muss. Und mit jeder Prüfung, die man ablegt und besteht, erscheint auf der echten Welt, also auf der Oberwelt quasi, ein Kontinent. Und man, ja, und das geht immer so weiter, bis alle Kontinente da sind und bis man am Ende die Oberwelt betritt. Und in der Oberwelt fängt es dann an, es gibt nichts, keine Pflanzen, keine Tiere, nicht mal Wind, es gibt einfach nichts. Und nur irgendwelche Monster und Schmutz und Gift und all so ein Kram. Und im Laufe des Spiels durchlebt man die komplette Menschheitsgeschichte quasi. Das sind die Entstehung der Pflanzen, die Entstehung der Tiere, der Menschen, das Miteinander. Es wird alles behandelt, sowohl es wird Glaube behandelt,
es werden Sekten behandelt, es wird gezeigt, was es heißt, wenn man ausgestoßen wird von anderen. Es wird aber auch auf der anderen Seite wieder gezeigt, was Zusammenhalt bewirken kann. Und das ist halt ein super geiles Spiel. Was momentan auch sehr gut klingt, ist Final Fantasy VII Remake. Oh ja, oh ja. Da warte ich ja schon ewig drauf. Also wir haben, glaube ich, 2010 oder war es sogar noch vorher, erscheinen der PlayStation 3, ach, das kann sogar schon vor 2010 gewesen sein, ich bin nicht sicher, haben wir eine Technical Demo präsentiert bekommen damals. Wie es denn aussehen könnte, würde man Final Fantasy VII auf der PlayStation 3 releasen. Da Final Fantasy VII zu einem, also ich würde fast sagen, auf derselben Höhe mit Terranigma, zu meinen Top-Favorite-Games zählt, und wir dann diese Technical-Demo gesehen haben, ich glaube, da sind wirklich alle Final Fantasy VII-Fans ausgerastet und haben gesagt, wow, wie das aussieht, Halleluja. Dann haben wir Filme bekommen, Final Fantasy Advent Children. Wow, das ist unglaublich. Jetzt stellt euch das vor. Final Fantasy VII wurde in einer Zeit released, es war das erste seiner Art in 3D. Und das erkennt man auch an den Modellen der Charaktere. Die haben nicht mal richtige Hände, das sind einfach Klötze. Ja, die sehen halt aus wie schlechte Klötze. Und da war der Moment geboren, an dem alle Fans gesagt haben, ey Leute, wir wollen das jetzt. Ihr habt uns das gezeigt, jetzt wollen wir das auch. Und es wurde immer mal wieder hin und her diskutiert. Ja, könnten wir machen, machen wir aber nicht. Das würde ewig viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen, um das zu remaken. Ja, jetzt ist es soweit. Sollte ja ursprünglich 2019, glaube ich, kommen. Zum 20-jährigen Jubiläum. Nächsten Monat ist es soweit. Keine 3 Wochen mehr. Ich freue mich drauf. Ich bin richtig heiß. Hast du schon vorbestellt? Ich habe es beim Release-Tag, also als offiziell gesagt wurde, hier habt ihr, habe ich instant vorbestellt. Also ich habe dauerhaft auf meine Maus geklickt, um diesen Shop zu aktualisieren. Sofort die große, fette First Class Edition vorbestellt. Meine Frau wollte mich erst verprügeln, in Anführungsstrichen. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich habe die dicke Version vorbestellt. Dente, mein Lieber, vielen, vielen herzlichen Dank für deine offenen, ehrlichen Antworten. Die letzten Worte gehören dir. Es war ein sehr schönes Interview. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön auch an Rez, der mich ja vorgeschlagen hat. Das kann man ja an der Stelle auch mal sagen. Mit einem kleinen Zwinkern. Hawaii-Pizza schmeckt doch gut. Ich würde sagen, ich wünsche allen, die das Video dann am Ende sehen werden und bis hierhin geschaut haben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst dem Guten doch mal einen Daumen oben da. Und ein Abo vielleicht. Habe ich noch nie gesagt. Finde ich gut. Ciao.